Die nächste Rednerin ist die Kultursprecherin der Grünen, Eva Blimlinger. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte liebe Frau Staatssekretärin, liebe Kollegen, Kolleginnen. Ja, 30 Millionen mehr, das hat es noch nie gegeben in der Kunst und Kultur. Wenn man die letzten 40, 50 Jahre in diesem zurückschaut, gab es zwar immer hier und da ein bisschen eine Steigerung, aber in diesem Ausmaß hat es noch nie gegeben. Und dazu möchte ich sehr herzlich gratulieren, weil es für die Kunst und Kultur wirklich ein großer Schritt weiter ist. Und zwar für wir haben uns vorher besprochen mit der Kollegin Großbauer und sie wird den Musikteil übernehmen. Ich werde mich sozusagen den Finanzierungen insbesondere der freien Szene widmen. Das ist ja oft so ein Begriff, die freie Szene. Was ist denn das eigentlich? Die freie Szene sind Kunstschaffende und ich sage das bewusst jetzt mit dem Begriff Schaffende, weil er so verwendet wird. Ich verwende ihn eigentlich nicht, weil er eigentlich ein Begriff ist, der aus dem Nationalsozialismus kommt und dann in der DDR verwendet wurde. Also es geht um Menschen, die in der Kunst, im Kunst- und Kulturbereich arbeiten, um Künstler und Künstlerinnen, die sehr oft aus Eigeninitiative, aus einer Selbstorganisation heraus kleine Bühnen machen, Vereine machen, Aufführungen machen, das sich nach und nach entwickelt. Die meisten größeren Festivals, größeren Ereignisse in Österreich haben sich aus der freien Szene entwickelt, sei es Filmfestivals oder sei es auch Festivals der bildenden Kunst oder auch natürlich der ganze Bereich der performativen Kunst und vor allen Dingen des Tanzes, der in den letzten, muss man sagen, 20 Jahren wirklich einen sehr großen Platz eingenommen hat, sei es durch Impulstanz, das auch sehr klein begonnen hat. Also aus der freien Szene heraus, das ist eigentlich die innovative Szene, die sich und nach in Österreich etabliert. Und auf dem anderen Ende haben wir, wenn wir so wollen, die großen Institutionen der Bundesmuseen und Bundestheater, die zwar keine Erhöhung der Basisabgeltung kriegen, aber jetzt durch Corona finanziert werden und sozusagen, um über die Runden zu kommen, so muss man es leider sagen, aber eben auch die Investitionen in die Infrastruktur, Salzburger Festspiele in diesem ganzen Feld, aber auch kleinere Bereiche, die saniert werden sollen. Wichtig ist mir, und das ist sozusagen ein Bereich, der in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch wichtiger wird, ist einerseits der ganze Bereich von Fair Pay. Das heißt, dass diejenigen in der freien Szene auch wirklich endlich einmal halbwegs fair bezahlt werden, dass sie gescheite Sozialversicherungen haben im Sinne von, sie können sich's leisten und sind nicht unter diesen Einkommensgrenzen. Und es gibt ja dann oft so die Rede, dass man sagt, naja, die machen das ja aus Leidenschaft. Ja, ich bin auch gern Politikerin aus Leidenschaft, kriege aber ordentlich bezahlt und das sollten die Künstler und Künstlerinnen auch. Leidenschaft ist kein Argument gegen gute Bezahlung oder gute Versicherung. In diesem Sinne, bin ich natürlich im Übrigen dafür, dass die Windisch-Kaserne endlich in Richard-Wardani-Kaserne umbenannt wird. Danke. Eva Blimlinger von den Grünen freut sich über die Erhöhung des Kulturbudgets um 30 Millionen Euro. Das hätte es in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben.